Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Atelier Ryza. Wir müssen den Köder machen. Und das heißt, zurück in den Pixie Forest, ran ans Werk. Jetzt ist bloß die Frage, use envisioned receipt on floor to synthesize at least 5 delicious baits. Synthesize. Wir müssen erstmal... Können wir das hier machen? Floor. Wir haben 2 davon. Delicious Bait. Ah, okay, den kann ich hier draus machen. Delicious Bait, Delicious Bait. Wo ist denn der? Da, Rezept. Nee, komm mal, Fruit. Scar Paper? Hä? Warte mal, jetzt bin ich. Warte mal. Item Rebuild. Nee. Warte mal, warte mal, warte mal. Floor. Ach, ich muss die Kumine Fruit machen. Eieiei. Oder brauche ich Weizen dazu? Okay, da haben wir. Ist das da Öl? Ah, genau, das können wir nehmen. Und jetzt haben wir noch die Kumine Fruit rein. Boah, scheiße, da habe ich keine. Delicious Bait. Krieg ich davon 5? 2. Warum sind das immer 2? Ich brauche immer 5, das heißt, ich muss 3-mal machen. Aber mir fehlen jetzt die Dinger dazu, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Crooked Sweat. Blessing Ointment. Oh, ich kann eine Fishing Rod kann ich jetzt bauen, ne? Und da fehlt mir das Material leider. Ich kann einen Zettel machen. Delicious Bait da. Ja stimmt, das kann... Ah, verdammt, ich muss Floor auch machen. Brauchen wir irgendeine... Synthesize at least 5 delicious baits. Okay. Wir brauchen mehr Floor. Oder Mehl halt. Reicht schon, mehr brauche ich nicht. Na gut, machen wir die Qualität halt noch höher. Krieg ich bloß 1? Ne, 3. Okay. Machen wir jetzt mal nochmal 1. Ah ja, stimmt. Wenn wir kein bloßes teure Zeug nehmen, dann nehmen wir dann lieber das da. So, und jetzt machen wir diese Delicious Baits. Dafür brauche ich überall diese dämliche Frucht, ne? Qualität, Feuer. Habe ich da irgendwas mit Feuer? Ja, Nectar Rock. Noch irgendwas anderes mit Feuer? Ne, noch mehr Nectar Rock. Trades. Ja, das passt eigentlich schon, wir brauchen ja bloß. Ich meine, warum sollte ich mir große Mühe geben, wenn ich das eh weggeben muss? So. Und plopp. Und Cook and Port. Alter, das sind auch noch Requests.
Mir rennen wieder eine über den Haufen, die wo wieder eine Quest hat. Das nervt mich tierisch, ey, dass man den nicht ausweicht. Oh, oh, da ist eine. Ja, ich kann die auch aktivieren. Nicht so schön. Jetzt dachte ich schon, ah, okay, da, ja. Jetzt dachte ich schon, hä? Da ist ja niemand. Soll ich mit dir reden? Ja. Make something useful for us. Jetzt bin ich gespannt. Ist das so eine Art Bodenköder? Sowas in der Richtung. Es ist super komprimiert oder halt zusammengepresst. Also benutzt nicht zu viel, es ist super konzentriert. Lake Ellipsis ist ziemlich tief, so, also weiß ich nicht, wie nützlich sie sein werden. Aber ich gebe sie mal rum und an die anderen. Tide comes in. Was ist ein Tide? Tide? Ah, wenn die Flut kommt, können das andere Monster mit in den See bringen. Also seid vorsichtig. Oh? Monster kommen normalerweise nicht in den Richtung Inland. Außer es kommt ein großer Sturm. Aber wir werden vorsichtig sein, danke. Lass mich wissen, wie es gelaufen ist. Agatha, warum schaust du mich so, starrst du mich so an? Ich denke gerade über die kleine... Ah, was war ein Troublemaker nochmal? Ah, Unruhestifter, über den kleinen Unruhestifter nach. Und wo sie hin ist. Das ist irgendwie gemein. Ich habe das getan, weil du mich gefragt hast. Oh, das tut mir leid. Aber das war mein Weg zu sagen, dass du meine Unterstützung hast. Ich hoffe doch. Ja, aber frage ich jetzt dann, ob das funktioniert hat? Ich will wissen, ob das funktioniert hat. Und jetzt? Oh. Warten wir mal, warten. Ich bin froh, dass ich die verdammte Karte gekriegt habe, weil sonst wäre das richtig arschig. Morning. Oh. Was jetzt los? Ah. Und weißt du was? Agatha hat mich angeschaut, mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, ich habe ihre Unterstützung. Das ist ja unglaublich, Ryza. Ich denke, jeder in der Stadt muss dein Talent anerkennen, muss jetzt dein Talent als Alchemistin anerkennen. So, nanokana. Denkst du? Aber ich denke, es interessiert mich nicht, solange sie mich respektieren. Ich hoffe, du kommst über dich selbst hinweg und hast die Fischer gewarnt von Monstern in den Netzen. Es könnte möglich sein, dass die Fische verschwunden sind wegen den neuen Monstern. Ich weiß und ich habe es ihnen auch gesagt. Wenn ihr den See überquert,
vergesst nicht nach Schatten unter der Wasseroberfläche zu schauen. Ich tue, was ich kann, um deine was war's? Pointers to good use. Deine Ratschläge gut zu benutzen, Layla. Reiser, bist du hier? Boah, komm nicht rein und schreie so. Ist dein Köder, Reiser. Was? Du hast doch den Fischern deine Köder gegeben, richtig? Nun, sie haben ziemlich große Fänge gemacht. Also, es hat wirklich funktioniert. Ich meine, natürlich hat es funktioniert. Das ist fantastisch, Reiser. Du bist jetzt bestimmt beliebt. Ja, die haben angefangen, mich zu fragen, ob ich welche machen kann. Aber ich habe ihnen dann erklärt, dass ich nur ein Freund bin. Sehr beeindruckend. Ich denke mal, du bist ein full-fledged Alchemist. Vollblut-Alchemistin, Miss Rysaline Stout. Ja, ich hoffe, Mr. Valens hört darüber und lässt Claudia und fängt damit an, Claudia hierher kommen zu lassen. Ah, so da. Hundai war Essa no koto ja nakatta. Raisa, sono Ruberto-san ga yō ga aru kara sugu kite kure tte. Aber was mich die ganze Zeit interessiert, die müssen ja mit einem Boot rüberkommen. Die fahren ja eigentlich immer gemeinsam. Kommen die jetzt immer einzeln rüber? Hat jetzt jeder ein Boot? Ich meine, ist das eine berechtigte Frage, oder? Oh, das ist richtig. Der Köder ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin. Reiser, Mr. Valens möchte, dass du ihn siehst. Tut er? Ich wundere mich, ob er eine neue Aufgabe hat. Wir sind jetzt so weit gekommen. Ich bin vorbereitet zu sehen, was er will. Ich bin vorbereitet auf alles. Oder ich bin bereit für alles. Wir speichern mal. Das da wird auch noch irgendwas, weil sonst würde das Ding gar nicht stehen. Ach nee, warte, ich kann da wahrscheinlich einfach Sachen draufstellen, ne? Man kann ja sein Ding ausstatten da halt. Er ist ein Atelier. So. Bowden District. Nein, Old Town. Oder? Waiting for the Prince. Also nochmal zum Kurkenport? Meins. Alles meins? Nein, ich muss in die Richtung. Wir gehen mal zum Residential Square. Ja, tatsächlich. Okay. Mein Vater mag betrunken sein, aber er ist immer noch so verdammt stark. Was hat dein Vater dich wieder geschlagen? Er ist irgendwie kompliziert. Er ist im Prinzip das genaue Gegenteil von deinem überfürsorglichen Vater. Ich glaube, dass das in letzter Zeit schlimmer geworden ist. Was war der Grund diesmal fürs Kämpfen? Reputation? Wiedergutmachung? Entschuldigung. Reputation. Ah! Ich denke, das hat etwas zu tun, dass ich mit Reiser abhänge und mir einen Ruf aufbaue. Und das ist meine Schuld?
要は自分の知らないところで俺が有名になってるのが気に食わないってことさ。Nein, nicht wirklich. Oder, ja doch, nicht wirklich. Er versteht bloß nicht, warum ich mehr beliebter werde und er wird dann sauer. Egal, was seine Gründe sind, das ist keine Entschuldigung. Maybe, but kind of like being able to piss him off. Kann sein, aber das ist schon Grund genug, um ihn sauer zu machen. Aber egal, können wir das lassen? Das ist doch nur... The whole thing is dump. Sinnlos. Dump. Abgeladen? Oder das ist doch nur Schrott? Keine Ahnung. Konnichiwa, Roberto-san. Wazawaza yobidashita tte koto wa... Hallo, Mr. Valens. Sie wollten mich sehen? Ich habe... Das ist richtig, ich habe noch eine Aufgabe für dich, der finale Test. Vater, das meinst du? Sehr gut, Claudia. Der Tag ist endlich gekommen. Nicht so schnell, ihr habt noch nicht gehört, was es ist. Oh, richtig, also was geht es? Deine erste Aufgabe war es, dass ich sehen kann, wie deine Fähigkeiten als Alchemistin sind. Die nächste war, ich akzeptierte Mr. Brunnens Aufgabe in der Hoffnung, dass das Dorf dir vertrauen würde. Ach, deswegen wollten sie, dass wir den Müll aufsammeln. Das Problem der Fischer kam nicht von mir, aber deine Aktion hat dir das Vertrauen der Stadt. Durch deine Aktion hast du das Vertrauen der Stadt gewonnen. Ja, das ist wohl so passiert. Nun kommen wir zurück zur wahren Frage. Seid ihr bereit, nach meiner auf meine Tochter aufzupassen, wenn ich nicht dabei bin? Also gut, was sollen wir tun? Monster, es sind in größerer Zahl auf unserer Hauptroute aufgetaucht. Was unsere Handelsroute ist. Monster? Ich möchte, dass ihr der Straße folgt bis in den Norden, bis ihr einen Zaun erreicht und dann zurückkommt. Race? Achso, ja, wir sollen uns vorbereiten, im Kurzen. Okay, wir werden beweisen, egal was wir machen müssen oder was es braucht. Und jetzt hat? Head to the mainland port. Ja, wir sind ja eigentlich ausgerüstet, ne? Wir gehen nochmal kurz in den Pixie Forest. Mal equip. Der hat das da. Haben wir noch die Healing Taste XS, HP Gain S. Ja, wird schon funktionieren. Wird schon schief gehen. Main Port. Warte mal, können wir eigentlich... Ah ne, wir können ja bloß hier.
Main Road. War das dann hier? Wahrscheinlich nicht, ne? What the fuck? Hey, da ist Agatha und Boss? Was zur Hölle ist er? Macht er hier? Warte, sag mir nicht, dass meinen sie mit Rennen. Ah. Das ist richtig. Ich habe zwei Jungs in eurem Alter ausgewählt, um eure Stärke gegen sie zu testen. Und ich habe einen von euren Dorfwachen zur Hilfe gebeten. Verdammt, Boss! Ja, du lässt deine Beliebtheit dir zu Kopf steigen. Das ist die perfekte Gelegenheit, um dich wieder zurück auf deinen Platz zu bringen. Ich habe nur als Wache zugestimmt, weil ihr zwei keine Chance gegen sie bis ohne mich hättet. Was? Also, wenn das sie denkt, kann ich nicht dagegen argumentieren. Sieht aus, als du brauchst dein Handicap, hä? Schaut mir nur zu und ich werde euch alle beschämen. Es wird fair bewertet. Die Regeln sind simpel. Folgt der Straße bis in den Norden, bis ihr einen Zaun erreicht. Hat eine Hütte? Eine Hütte, ja, hat. Da ist eine Hütte. A door are warnings for travelers. Auf der Tür sind Warnungen für Reisende geschrieben. Write down the third warning you see. Schreibt die dritte Warnung, die ihr seht, auf. Das ist ein Rennen. But you're sure to run. Aber ihr werdet sicher mit Monster begegnen. Also solltet ihr you'll also be judged on how you deal with them. Ihr werdet ebenfalls bewertet, wie ihr mit ihnen umgeht. Das ultimative Ziel ist, diese Route zu sichern. Ich erwarte, dass ihr das ernst nehmt. Wir gehen zuerst. Wir werden all die Monster ausschalten, also fühlt euch frei, euch Zeit zu nehmen. Chaprone? Chaprone. Aufsichtsperson. Sie im Auge zu behalten, aber ich habe ein Gefühl, dass das nicht passieren wird. Agathe, wann sollen wir gehen? Sie bekommen einen immer größeren Vorsprung jede Sekunde. Sei nicht so ungeduldig. Ich habe mir die Zeit ich nehme die Zeiten für jede Gruppe. Ich habe das Boss auch gesagt, aber was ist denn? Ihr habt die Ruinen an der Seite Ruins along. Auf der Straße entlang gesehen. Ich
Mehrere Händler haben berichtet, dass das ein großes Monster in der Nähe ist. Also passt auf. Die laufen da hinten immer noch auf der Stelle, kann das sein? Ein großes Monster könnte es sein. Denkst du, es könnte dasselbe wie in Pixie Forest sein? Okay. Na gut. Unterwegs gleich mal was mitnehmen. Sollen wir jetzt die ganzen Monster platt machen oder nicht? Oder geht's da vorne erst los? Weil wir sollen ja zu einer Hütte, ne? Wir durften da noch nie weiter. Ja doch, das geht hier wirklich hier entlang. Alles klar, los geht's. Wir können nicht länger warten, wir müssen uns beeilen und zum Boss aufschließen. Sie haben gesagt, wir sollen nicht zu vorstürmen. Wir müssen auch auf Monster aufpassen. Vorsicht, wir müssen auch vorsichtig vor Monstern sein. Sehr vorsichtig. Vorsichtig vor Monstern sein. Ja, total. Seid vorsichtig, so vorsichtig und so schnell wie möglich. Vorsichtig und schnell wie möglich, sehr gut. Spezialattacken. Manche Monster können starke Spezialattacken. Sie kennen die Massive Danger Team, they can take it on. Take a long time to prepare. Ah, okay. Wenn sie Spezialattacken starten, dauert es ein bisschen, bis sie das aufladen. Wir können aber... Wir müssen es halt dann stunnen. Also diese Stun-Leiste, was die hat unten. Extra Orders. If you use Quick Action while Special Attack and Charge Up, you can execute an Extra Order. Ah, okay, wir können auch sowas machen. So eine Spezialattacke. Wenn man mit dem Quick Action... Alter, das sind voll die Ruinen. Aha, shit, und ich muss jetzt an der Stelle aufhören. Kann ich ja eigentlich weg? Central Lime Plants. Ja, ich muss leider aufhören. Ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Atelier Riser. Und da gewinnen wir dann noch das Rennen. Wahrscheinlich fällt auch noch ein großes Monster auf und wir gewinnen sowieso. Also, danke fürs Zuschauen, macht's gut und Servus.